Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen oder einer der ersten Folge Minecraft Quest. Und ja, die erste Folge Minecraft Quest. Was ist das für ein Projekt? Es ist ein ganz normales Überlebensprojekt wie Minecraft Minecraft. Aber ich habe mir etwas ausgedacht, denn jede Folge werden wir uns, dazu müssen wir den Cheat aktivieren und Inventar dürfen wir auch behalten. Jede Folge muss ich eine Quest öffnen, also ich werde dann auf meinen Tisch werde ich dann eine Quest öffnen, das auf ein Blatt Papier geschrieben und da stehen Quests drauf. Eine Quest könnte böse sein, aber es gibt eine von 9 Quests, die sehr, sehr nett ist. Und ja, ich würde sagen, erstellen wir uns mal diese Welt. Wie gesagt, das ist ein ganz normales Überlebensspiel, aber halt mit Quests, die sehr böse sein können. Und ja, ich hoffe, ich ziehe heute schon mal den Joker, denn ich habe die Bonustour eingestellt. Das bedeutet, wir kriegen schon Items und wir dürfen die Quests nur nicht aufmachen, wenn wir Items, noch keine Items haben. Dann ist es ja sinnlos, sowas zu machen. Und ja. Ich würde sagen, ich glaube, ich mache sogar schon mal diese leere Coach-Karte. Warte. Level 3 von 4, verstehe ich nicht. Ich tue mal alles hier hin. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich die erste Quest öffne. Also, wir werden heute auf jeden Fall eine Quest öffnen. Ich freue mich auf dieses Projekt ganz dolle irgendwie. Samen brauche ich gerade nicht unbedingt, obwohl ich könnte da mir Brot machen. Und ein bisschen Fleisch wäre auch nicht schlecht. Ja. Sollen wir schon mal Holz hacken? Komm, jeder hackt als Anfänger einer Welt Holz. Das muss man machen. Das habe ich in Minecraft gemacht. Das habe ich in Phantasia, glaube ich, gemacht. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe so, obwohl doch, habe ich. Ich weiß es nicht mehr. Aber in Minecraft habe ich auf jeden Fall Holz gehackt. Und das werde ich dieses Mal auch tun. Mit meiner Steinspitzhacke. Oh, da liegt ein Item, ein Holz. Ich mache die Quests ja selber, aber ich betrüge nicht. Ich kann euch sogar zeigen, wenn ich die Quests öffne, kann ich es ja, weil ich schüttel die ja durch und das bedeutet, dass ich es nicht weiß, weil ich habe die Quests ja sogar verschlossen. Es heißt auch Minecraft Quest, weil ich möchte ja mich selbst überraschen lassen. Und eine Regel habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ich kann das Projekt jederzeit bei einer Quest abbrechen. Aber dann wird die ganze Welt, muss ich dann löschen. Und ja, dann ist das Projekt vorbei. Aber ich versuche es nicht zu tun. Aber ganz ehrlich, die Quests werden wahrscheinlich sehr heftig. Ja, wo soll... Oh, direkt ein Zombie. Hä, wann ist der denn gespawnt? Ah ja, ich bin zu nah. Und wir haben direkt verrottetes Fleisch. Wir machen uns noch eine Werkbank, Stöcker und ein bisschen Holz. Wo habe ich so viel Haus her? Und wir bauen uns mal direkt eine Spitzhacke, ich gebe euch einen Tipp für Minecraft-Anfänger. Ihr solltet nie erst solltet ihr nur eine Holzspitzhacke machen.
Dann holt ihr euch Stein und macht direkt danach Stein, Werkzeuge, weil verbraucht weniger Holz und ja. So, hier schon mal ein Sumpf. Okay. Freue ich mich darüber? Ich weiß es nicht. Ich werde gleich auf jeden Fall die erste Quest öffnen. Und ja. Sollen wir es jetzt machen? Ja. Okay, dann öffnen wir sie jetzt. Jo Leute, herzlich willkommen jetzt zu der Quest-Auswahl. Und ich nehme mal meine Russia 2018 Tin Panini WM-Dose. Hier sind die ganzen Quests. Bis jetzt sind es 9, aber wenn eine Quest weggemacht wird, kommt noch eine nächste dazu. Und ich schüttel sie jetzt einfach mal. So, das würde reichen. Ich nehme jetzt eine Quest raus. Und ich nehme mir die hier, weil die mir irgendwie... Komm schon, bitte, bitte, bitte gib mir das Gute. Ich öffne sie jetzt. Ich öffne sie. Zerstör deine Kiste. Mit Items. Ja, ich habe nämlich keine Kiste. Obwohl, das ist ein Betrug. Das ist Betrug. Ich muss eine neue nehmen. Hier, hier. Welche nehme ich denn hier? Ich nehme die hier. Das ist ein Betrug. Okay, die nächste. Komm, bitte, lass es die Niete sein. Lass es was Gutes sein. Bitte, 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 bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Baue ein Haus aus Erde, was du nie wieder zerstörst. Nein. Nein. Ich muss ein Haus aus Dirt, aus Dreck oder aus Dirt bauen. Okay, ist nicht ganz so schlimm, aber es ist sehr schlimm. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Natürlich muss ich mir noch ein Haus aus Dirt bauen. Mega toll. Und ich würde sagen, ich hole mir mal ein bisschen Stein und werde mir dann eine Schaufel bauen, mit der ich dann Dirt abbauen kann. Und ich möchte aber eigentlich nicht ein Dirt-Haus. Ich möchte ein schönes Haus, aber kein Dirt-Haus. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen mehr Stein. Wo mein Quest jetzt eigentlich ist, dort ein Dirt-Haus bauen. Aber okay. Kann man ja mal machen. So, und jetzt bauen wir uns eine Schaufel. Ein Schwert. Eine Spitzhacke und eine Hake. Und über 99 Knöpfe machen. Okay. Ich sortiere mal eben mein Inventar. So und so und so und so. Und so. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack und zack. Und zack. Und jetzt müssen wir ein bisschen Dirt farmen, um uns ein Dirthaus zu bauen. Wir lieben doch Dirthäuser. Das ist doch das schönste Haus auf der Erde. Ganz ehrlich, Dirthäuser sind wirklich mega toll. Dirt ist immer cool und es ist überall. Ich habe einmal auf Englisch das Animationsvideo gesehen, was wäre, wenn es kein, wenn Erde selten wäre. Das ist halt das neue Projekt. Ich wollte ein neues Projekt starten. Falls ich das Projekt irgendwann beenden sollte, wird es natürlich einen Nachfolger geben. Keine Sorge. Jetzt habe ich 4 Projekte, die gerade laufen. Splatoon ist ja für kurze Zeit abgeschafft, bis ich wieder online Switch habe. Aber wird irgendwann,
irgendwann wieder kommen. Spätestens, falls es Splatoon 3 gibt, wird auf jeden Fall wieder Splatoon kommen. Und ich habe schon viel Dirt. Ich habe sehr viel Dirt, aber es reicht natürlich nicht. Wir wollen ja ein Riesenhaus aus Dirt haben. Ah, Tom, wie ich gerade aussehe, ne? Ich habe Bock, Dirt zu farmen. Ich bin gerade dabei, Dirt zu farmen, um mir ein Haus aus Dirt zu bauen. Was wäre, wenn so eine join würde und er würde sehen, wie ich einfach so mit Freude Dirt abbaue, um mir ein Dirt-Haus zu bauen? Was würde er sich denn dann denken? Spätestens, wenn meine Holzschaufel kaputt geht, weiß ich, dass es genug Dirt war. Und jetzt müssen wir erstmal... What the heck? Da ist einfach ein Wasserzombie. Oh, der ist ja ganz lieb. Hey, wie geht's dir denn? Ja? Nein, ich sterbe. Du darfst nicht sterben. Ey, du bist jetzt mein Freund. Und, ey, ich schenk dir dein Dirt. Mach dir was Schönes draus. Ey, der war ja nett. Ich bin halt auch ein Zombie. Bei manchen habe ich halt ein Steinbrett. Und wann ist dieser riesige Wald endlich mal vorbei? Ne, ich lasse es mal so. Dann weiß ich, was ich brauche. Ich werde auch nichts versuchen, so wenig wie möglich offline zu machen. Offline. Ey, was sage ich denn? Da schlüssel ja sogar. Ja. Ich würde sagen, wo gehen wir jetzt hin und bauen uns ein Dirt-Haus? Weil es war ja die als ob wir einen Korallenriff gefunden haben. Ja moinsen! Ja moinsen! Ey, warum bist du jetzt so böse? Warum ist dein Bruder jetzt so böse zu mir? Ich glaube, ich baue mein Haus hier. Es ist wirklich hier wunderschön. Alter, wie geil ist. Wer wird dann einfach neben unser Haus? Nein. 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 Komm hoch, komm hoch. Wo ist mein Schwert? Hallo. Wo ist mein Schwert? Ach da. Okay, schnell raus. Das bedeutet, wir werden in der Welt von Minecraft Quest kein tolles Haus haben. Wir werden ein Haus aus Dirt bauen müssen. Und das wird leider nicht schön. Ich muss mit der Hand mein Dirt abbauen. Ich würde sagen, das war's auch mit der Folge jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da. Mir hat es persönlich eigentlich gefallen, außer dass ich ein Haus aus Dirt bauen muss. Was nicht ganz so cool ist. Haut den Abo- und Like-Button kaputt. Aber so richtig kaputt. Macht eure Daumen richtig kaputt. Macht eure Daumen kaputt und drückt auf Liken und Abonnieren. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Minecraft Quest, das neue Projekt.